Ja, sehr verehrte Damen und Herren, im Namen der Bethmann Bank heiße ich Sie zur Themenlounge Investieren im Zeitalter disruptiver Innovation herzlich willkommen. Ja, und bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich für dieses Zukunftsthema entschieden haben. Mein Name ist Michael Gröger. Ich leite Niederlassungen in Bremen der Bethmann Bank und werde heute begleitet von Kurt Hallenburger, der Niederlassungen in München begleitet, und Guido Stiel als Senior Portfolio Manager und Ideengeber für das Megatrends Portfolio. Ja, lieber Guido, was verstehst du überhaupt unter disruptiver Innovation und Megatrends und warum macht es Sinn für dich, in diese Megatrends zu investieren? Ja, Michael, ich glaube, um das Thema genau zu begreifen, macht es vielleicht Sinn, sich zuerst mal vorzustellen. Das Jahr 1900, Ostersonntag, Fifth Avenue in New York. Was wir dann wahrscheinlich sehen werden, ist ein Bild voller Menschen, die hin und her wuseln, jeder Menge Pferdekutschen und ein, zwei Autos. Und dann stellen wir uns vor, dasselbe Foto im Jahre 1913. Wieder Ostersonntag, wieder Fifth Avenue, New York. Und was wir diesmal sehen werden, ist wieder jede Menge Menschen, aber diesmal sehen wir jede Menge Autos und nur noch ein, zwei Pferdekutschen. Das, glaube ich, verdeutlicht, was wir unter disruptiver Innovation verstehen. Das heißt, eine Technologie hat im Laufe der Zeit eine andere ersetzt oder verdrängt. Wann wird daraus ein Megatrend? Nun, daraus wird ein Megatrend, wenn es halt längere Zeit anhält und wenn es in mehrere Bereiche hineingreift, sei es im ökonomischen Bereich, sei es den gesellschaftlichen Bereich oder einen politischen Bereich. Und gerade die Evolution weg von den Pferdekutschen hin zum Auto ist natürlich eine Bewegung gewesen, die Pferdekutschenbetreiber natürlich an den Rand des Ruins gebracht hat. Automobilhersteller reich gemacht hat und uns alle unsere Fortbewegungsmöglichkeiten komplett verändert hat. Und warum macht es jetzt natürlich Sinn, darin zu investieren? Auch das ist klar. Es entstehen neue Wachstumspotenziale, und zwar nämlich für die Leute, die Automobile herstellen. Und um diese Wachstumspotenziale zu greifen und auch an diesen Gewinnmöglichkeiten zu partizipieren, darum haben wir das Megatrends-Portfolio hier ins Leben gerufen. Ja, dann lasst uns doch mal anfangen, um die Megatrends einzusteigen. Und beginnen wir doch gerne mit Digitalisierung der Wirtschaft. Und lieber Guido, was verbirgt sich denn da genau dahinter? Also Digitalisierung der Wirtschaft, da kann man natürlich schon einige Stichpunkte nennen, die, glaube ich, auch in aller Munde sind. Big Data, E-Commerce, Elektrofahrzeuge, Industrie 4.0, das sind so ein paar Schlagworte, die wir in diesem Bereich hier finden und die halt für uns auch interessant sind. Hier sieht man am Chart die Unternehmen, die wir in diesem Bucket Digitalisierung der Wirtschaft ins Portfolio genommen haben. Und ich möchte hier nun mal auf zwei Titel näher eingehen. Zum einen haben wir die Sea Limited. Das ist ein Unternehmen, das ist beheimatet in Singapur und ist tätig im gesamten südostasiatischen Bereich inklusive Taiwan. Was macht das Unternehmen? Es stellt digitale Spiele bereit, es stellt Fintech-Bereich bereit, das heißt also digitales Banking wird bereitgestellt und ein elektronischer Marketplace wird ebenfalls hier für die Kunden bereitgestellt. Wir sehen hier extreme Wachstumschancen, weil dieser Markt natürlich auch gerade in Südostasien hier erst am Anfang ist und das Unternehmen hier natürlich extrem gut aufgestellt ist. Das zweite Unternehmen, was interessant ist, und das haben wir erst vor kurzem ins Portfolio reingekauft, weil es auch erst seit Oktober letzten Jahres am Markt ist, das ist die Kaspi. Das ist ein digitales Unternehmen in Kasachstan. Und auch hier sind die drei großen Bereiche Fintech, Electronic Marketplace und Payment-Systeme. Das heißt, der Kunde, der auf diese Seite geht, kann halt digital zum einen auf dem Marketplace Dinge erwerben oder halt auch veräußern. Das Ganze wird dann digital ebenfalls abgeschlossen über die Payment-Systeme und er kann auch gleichzeitig Banktätigkeiten ausüben über diesen Fintech-Bereich.
Und für uns ist das Ganze natürlich spannend, nicht nur, weil das Unternehmen im Augenblick natürlich in Kasachstan tätig ist, wo auch hier ein großes Wachstumspotenzial ist, sondern wir denken natürlich auch an die Anrainerstaaten neben Kasachstan, die halt auch hiervon profitieren werden und das Unternehmen natürlich auch hiervon profitieren wird. Wenn wir länger denken und dieser Markt sich weiterentwickeln sollte, ist es natürlich auch insofern spannend, als Kaspi natürlich auch ein Übernahmekandidat werden könnte für die großen Unternehmen in Europa und in den USA. Lieber Guido, du tust dich ja schon länger mit den Trends beschäftigen. Welche Megatrends, denkst du, sind in den nächsten Jahren wichtig und wie setzen wir die um? Ja, gut. Also im Augenblick haben wir 6 Megatrends entdeckt, die für uns interessant sind und in die man auch vernünftig investieren kann. Das ist zum einen Digitalisierung der Wirtschaft. Zum zweiten ist es die Steigerung des Gesundheitsniveaus. Der dritte Punkt ist die ressourceneffiziente Nahrungsmittelherstellung. Mhm. Das vierte Thema ist hochwertige Bildung. Zum fünften kommt erneuerbare Energien. Ein Thema, ich denke, das ist schon allgemein bekannt, aber es ist nach wie vor ein großes Thema und ein großer Trend. Und der sechste interessante Trend ist sauberes Wasser. Ja, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie ist das Thema Gesundheit ja absolut in den Mittelpunkt gerückt. Guido, aber wo ist die Steigerung des Gesundheitsniveaus nicht nur aktuell interessant, sondern auch tatsächlich ein Megatrend für dich? Ja, Michael, da gibt es mehrere Aspekte. Zum einen der Aspekt, dass die Welt, wenn man so will, in zwei Pole geteilt ist. Wir haben zum einen die entwickelte Welt, die Developed World, wo wir eine Alterung der Bevölkerung sehen. Das heißt, die Leute, die hier sind, wollen natürlich sich auf einen vernünftigen, auf einen schönen Lebensabend vorbereiten. Und was wir natürlich auch nicht unterschätzen sollten, auch lebensverlängernde Maßnahmen sind natürlich auch hier interessante Themen. Und der andere Pol sind natürlich die Emerging Markets, wo die Bevölkerung jetzt gerade erst auf dem Sprung ist, sich mehr leisten zu können und damit auch mehr in Richtung Gesundheitsvorsorge leisten zu können. Das sind schon mal interessante Punkte. Darüber hinaus ist es natürlich immer noch das alte Thema. Wir wollen Krankheiten bekämpfen. Wir wollen Krankheiten rechtzeitig erkennen. Und auch das ist ein spannendes Thema und halt auch ein Thema für die Zukunft, was wirklich zu einem großen Megatrend werden können und auch disruptiv sein könnte. Wir wollen vielleicht nicht nur die Krankheit erkennen, sondern wir wollen vielleicht schon vorher sehen in dem Erbgut, welche Krankheiten könnten überhaupt entstehen. Und wir wollen dann schon quasi in diesem ersten Schritt versuchen, dass diese Krankheiten gar nicht erst auftreten können. Du siehst hier im Portfolio haben wir einige Unternehmen. Ich möchte vielleicht auf eins näher eingehen. Das ist die Dexcom. Die ist im Bereich Medizintechnik tätig. Sie designt, entwickelt und vermarktet CGM-Systeme. Nun, was sind CGM-Systeme? Das sind Systeme, die die Überwachung von Glukosedaten sicherstellen für den einzelnen Patienten. Das ist also, muss man sich so vorstellen, es ist so ein kleines Gerät, das der Patient bei sich trägt und damit werden die Daten quasi gesammelt. Und in der neuesten Version ist es so, dass diese Daten auch drahtlos direkt weitergeleitet werden können an den Arzt, sodass wir wirklich real-time immer wieder sehen können, ob wir bei den Glukosedaten Veränderungen sehen und damit auch negative Veränderungen sehen oder nicht und damit halt auch relativ schnell reagiert werden könnte. Das sind einige Beispiele, die wir hier sehen. Wir sehen auch in den Unternehmen, es gibt mannigfaches andere noch. Teladoc, Ping An Healthcare sind auch zwei interessante Namen. Hier geht es eher darum, das Verhältnis Patient-Arzt einfach besser zu machen für beide, sodass man zum Beispiel nicht mehr so oft den Arzt besuchen muss, sondern dass man halt viele Tätigkeiten online schon machen kann und halt man nicht mehr direkt zum Arzt für alles laufen muss. Guido, gesundes Essen, wissen wir alle, ist wichtig. Welche Innovation gibt es denn bei der Nahrungsmittelherstellung? Ja, Kurt, das ist in der Tat eine spannende Frage. Vor allen Dingen ist es eine Frage, bei der wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen von der Konkurrenz abheben. Es ist ein relativ neues Thema,
Es ist nicht so einfach, Unternehmen zu finden, die auch schon eine gewisse Größenordnung haben für uns, dass es auch investierbar ist. Aber wie du siehst im Portfolio, wir haben ein paar interessante Namen gefunden. Im Augenblick ist der Schwerpunkt in Richtung Fischzucht, Lachszucht. Hier haben wir zwei Unternehmen, zum einen die Backerfrost. Die ist, glaube ich, schon relativ bekannt bei den Anlegern. Hier geht es halt darum, dass man bei den Färöerinseln im Meer selber Lachse züchtet. Das andere interessante Unternehmen ist Atlantic Sapphire, auch ein norwegisches Unternehmen. Hier wird anders vorgegangen, und zwar wird nicht im Meer gezüchtet, sondern an Land. Quasi in einer Fabrik wird gezüchtet. Welche Vorteile hat das? Zum einen, die Fische sind deutlich resistenter gegen Krankheiten, und zum anderen, und das ist halt auch vor dem Hintergrund des Klimaschutzes ganz interessant, Transportwege wären natürlich wesentlich kürzer. Wenn du dir vorstellst, angenommen, du möchtest einen Lachs von Backerfrost gerne kaufen, du wohnst gerade in den USA, das heißt, der Fisch muss von den Färöerinseln nach den USA gebracht werden per Flugzeug. Das verbraucht natürlich jede Menge CO2. Atlantic Sapphire hat zum Beispiel in Florida Fischzuchtanlagen an Land. Das heißt, hier ist der Transportweg zum Endkonsumenten deutlich kürzer. Und das sind natürlich spannende und interessante Sachen. Und wir glauben, dass Atlantic Sapphire hier gerade erst am Anfang ist. Und warum ist Bildung ein Megatrend für dich? Ja, das ist insofern halt interessant, weil ich glaube, Leute in Deutschland das gar nicht so zu schätzen wissen, in dem Sinne, als ja Bildung in vielen Bereichen kostenfrei oder kostengünstig ist. Also wenn ich daran denke, wenn jemand studieren möchte, die Studiengebühren hier in Deutschland sind relativ günstig. Angenommen, ich möchte in den USA oder ich möchte in Großbritannien studieren, an einer vernünftigen Universität, dann muss ich da schon einiges auf den Tisch des Hauses legen. Vor ein paar Jahren habe ich in Indien, in einem Slum, eine Schule besucht, und auch da müssen die Eltern für die Kinder bezahlen. Ein US-Dollar im Monat, und das ist jede Menge Geld für diese Leute. Mhm. Aber was bedeutet Bildung? Bildung bedeutet sozioökonomischen Aufstieg. Und gerade in den Emerging Markets ist das natürlich ein riesiges Thema. Oder wir wissen es alle, unsere Eltern haben immer zu uns gesagt, du sollst es mal besser haben. Dazu sollst du halt zum Gymnasium gehen oder sollst vielleicht studieren gehen. Und genauso gehen natürlich auch die Eltern in den Emerging Markets vor. Und darum verwundert es natürlich nicht, dass wir viele der Unternehmen, die wir hier gefunden haben, in den Emerging Markets finden oder halt auch in den USA finden. Ein Beispiel sei hier genannt New Oriental Education. Hier werden die Kinder unter anderem vorbereitet auf Prüfungen. Es werden aber auch online und auch offline werden Studiengänge angeboten und werden Schulungen insgesamt im Schulunterricht werden angeboten. Der große Test für New Oriental Education kam natürlich gerade während der Corona-Krise. Die Region Wuhan wurde quasi hermetisch abgeriegelt. Die Stadt Wuhan wurde hermetisch abgeriegelt. Aber es war für die Schüler keinerlei Problem, innerhalb kürzester Zeit quasi von offline direkt in online umzuschwenken. Und das heißt, es gab nahezu keinen Unterrichtsausfall. Und das sind natürlich interessante Themen, die wir hier auch in diesem Portfolio abgreifen wollen. Ja, das ist sehr interessant. Ich denke aber auch, erneuerbare Energie und Wasser, beide Bereiche haben wir schon in der Nachhaltigkeit abgedeckt, sind auch Megatrends. Wie siehst du das? Definitiv sind es Megatrends. Und lass mich vielleicht hier einen Punkt noch bringen, der uns auch abgrenzt von den Strategien, die wir in unserem Hause noch haben, die erneuerbaren Strategien. Während wir ja in den Nachhaltigkeitsmandaten darauf achten, dass die Unternehmen, in die wir investieren, diesen Nachhaltigkeitskriterien, sei es von Sustainalytics oder von Ökom, entsprechen, ist es hier in diesem Produkt Megatrends ist es nicht der Fall. Hier geht es wirklich darum, dass wir den Trend abgreifen wollen und die Unternehmen, die von diesem Trend profitieren. Das heißt jetzt nicht, dass dieses Unternehmen zwingend den Kriterien von Sustainalytics unterliegen muss. Die meisten tun das, aber wie gesagt, das ist für uns nicht das große Thema.
Nun, warum ist erneuerbare Energien ein Megatrend? Ich glaube, uns ist allen klar, fossile Energieträger gehen ihrem Ende entgegen und wir brauchen erneuerbare Energieträger. Das heißt, wir machen uns auf, die Unternehmen zu suchen, die von diesem Trend profitieren und die in diesen Trend weiter investieren. Das können Unternehmen sein, die sich nur auf das Thema erneuerbare Energien beschränken. Es kann aber durchaus sein, dass es für uns interessant wird, Unternehmen sich anzuschauen, die vom alten, vom fossilen Energieträger weg wollen und in Richtung erneuerbare Energien gehen. Gerade mit der neuen Administration in den USA ergeben sich natürlich große Möglichkeiten in den Vereinigten Staaten, weil hier natürlich viel mehr Gelder zur Verfügung gestellt werden über die Infrastrukturmaßnahmen und jetzt viele Unternehmen in den USA und auch in Kanada hiervon profitieren wollen. Ein Unternehmen, das wir hier im Portfolio haben, ist die Boralex. Das ist ein kanadisches Unternehmen, ist in dem Bereich Windkraft, Solarkraft, Biomasse unterwegs, vorzugsweise in Kanada, teilweise auch in Frankreich. Aber die große Wachstumsmöglichkeit ist jetzt natürlich auch die USA. Und davon wollen wir halt hier profitieren. Ein anderes Unternehmen, was ebenfalls interessant ist, ist die Albioma. Das ist ein französisches Unternehmen. Hier ist vorzugsweise der Energieträger Biomasse, und zwar Rohrzucker. Das Unternehmen ist beheimatet in den französischen Überseedepartements und in Lateinamerika. Und auch da sind natürlich die Wachstumschancen deutlich größer, als wir sie zum Beispiel hier in Europa haben. Ja, das Thema saures Wasser, du hast angesprochen, ist ebenfalls eine spannende Sache. Hier ist es vielleicht nicht unbedingt das Zusammenspiel zwischen disruptiver Innovation und Megatrend, sondern es ist halt tatsächlich eher der Megatrend. Saures Wasser ist natürlich für uns alle eminent wichtig. Die Verunreinigung des Wassers ist ein Riesenthema in den Emerging Markets, aber auch bei uns. Das soll hier mit Sicherheit nicht verschwiegen werden. Ein Unternehmen, was wir haben, was interessant ist, ist die Ecolab. Das ist ein Unternehmen, das ist tätig in Reinigungssystemen für das Abwasser, sei es im Gastronomiebereich, sei es bei Behörden, aber auch im Bereich der Ölraffinierung, im Bereich der Papierproduktion und im Bereich des Bergbaus. Also das heißt, hier haben wir auch so ein bisschen so das Zusammenspiel. Das Unternehmen ist oder hilft unter anderen Unternehmen in den Bereichen, die, sagen wir mal, eher gemieden werden, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, aber die sich halt hier verbessern wollen. Und da bietet Ecolab natürlich hier ausgezeichnete Möglichkeiten, um halt zur Wasserreinigung hier beizutragen. Ja, Guido, jetzt hast du uns erstmal schön guten Einblick gegeben in die Megatrends. In unseren klassischen Vermögensverwaltungen haben wir in der Regel einen Schwerpunkt in Regionen und Branchen. Was bedeuten denn in den oben genannten Trends irgendwo noch auf die Portfoliostruktur, insbesondere auf diesen beiden Punkten? Was kannst du da berichten? Also im Megatrends-Portfolio wird natürlich anders vorgegangen. Wir machen nicht so sehr den Top-Down-View, dass wir uns zuerst mal anschauen, welche Regionen könnten interessant sein, welche Sektoren könnten interessant sein, sondern es ist halt genau andersrum. Wir haben den Megatrend identifiziert und suchen dann natürlich die besten Unternehmen heraus, die diesen Megatrend bespielen. Und daraus ergibt sich dann halt eine Länderallokation und eine Sektorenallokation. Die kann natürlich, und im Augenblick tut sie es auch, schon deutlich abweichen von dem, was wir in den klassischen Mandaten haben. Im Augenblick ist es so, dass wir ein starkes Gewicht in den USA haben, weil die USA natürlich gerade in den Bereichen Digitalisierung und Gesundheitswesen eine führende Rolle einnimmt. Wir haben auch ein sehr, sehr starkes Gewicht in den Emerging Markets. Auch hier sind die Themen Digitalisierung, Gesundheitswesen und Bildung sehr, sehr stark vertreten. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, in Europa, da haben wir auch einen ganz guten Batzen Unternehmen gefunden, die wir für interessant fanden. Auf der Seite sehen wir auch sehr schön die Länderstruktur. Auffallend ist wahrscheinlich in Europa, obwohl wir gesucht haben. In Deutschland sind wir leider nicht fündig geworden. Das Ganze entwickelt sich halt eher in Skandinavien und in Großbritannien.
Auf der Sektorseite, ich habe es schon angedeutet, auch hier sind wir natürlich anders unterwegs, als das klassische Mandate vielleicht tun. Es ist natürlich klar, über die Trends, die wir identifiziert haben, haben wir natürlich ein starkes Gewicht im Bereich IT, im Bereich Gesundheit, während halt andere Sektoren, die in klassischen Mandaten eher stärker gewichtet sind, wie Finanzunternehmen, da haben wir halt hier eher relativ wenig Unternehmen gefunden. Vielleicht noch interessant auf der Währungsseite. Der größte Währungsblock ist hier in den US-Dollar. Das liegt halt daran, dass wir viele Unternehmen aus den Emerging Markets an der New York Stock Exchange kaufen. Die sind in US-Dollar nominiert oder halt auch an der London Stock Exchange, wie die Kaspi, die ich eben vorgestellt habe. Die ist auch in US-Dollar denominiert. Also das sind hier eher die Gründe, warum wir stark in US-Dollar sind. Wir versuchen allerdings, so gut es geht, auch an den Heimatbörsen hier tätig zu sein. Guido, vielen Dank. Und vielleicht noch zum Abschluss, sicherlich für unsere Gäste auch der spannendste Punkt. Ja, wie lange gibt es das Portfolio jetzt schon und wie hat es sich letztendlich in dieser Zeit entwickelt? Guido, magst du da noch was zu sagen? Ja, das Portfolio gibt es seit dem 01.01.2020. Das Portfolio ist immer zu 100% oder nahezu 100% in Aktien investiert und hat damit natürlich gleich im März letzten Jahres einen großen Stresstest erfahren, als die Märkte Corona-bedingt in den Keller gerauscht sind. Das hat das Portfolio natürlich mitgemacht. Absolut gesehen haben wir auch hier in diesem Zeitraum Geld verloren, allerdings relativ zur Benchmark. Wir messen uns relativ zum MSCI World. Haben wir den Vorsprung ausbauen können. Und dadurch, dass wir halt immer zu 100% investiert sind, haben wir auch die Gegenbewegung natürlich sofort mitnehmen können. Und wie man ganz schön am Chart sieht, im relativen Bereich haben wir die Outperformance auch im Laufe des Jahres immer weiter ausbauen können. Wir dürfen allerdings nicht verhehlen, und das sehen wir halt in den letzten Tagen und Wochen, bei stärkeren Korrekturen kann es doch durchaus sein, dass auch das Portfolio selber hier kurzfristig in etwas schärferes, in etwas mehr Gegenwind gerät. Da haben wir ja schon etwas deutlicher relativ verloren. Allerdings, und das ist unsere felsenfeste Überzeugung, nach vorne hinaus, diese Trends werden weiter Bestand haben über die nächsten Jahre und diese Outperformance und diese gute Performance, absolute Performance, sollte sich auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen. Vielen Dank, lieber Güter. Das war ein sehr guter Einblick über unsere 6 Megatrends. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Megatrends wird es immer geben. Wie wir auch gehört haben, sie werden auch immer volatil sein. Wichtig ist aber die professionelle Handhabung und das bieten wir Ihnen an. Sprechen Sie mit uns. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir haben Ihr Interesse geweckt. Bedanken möchte ich mich natürlich auch an den Kollegen Michael für die gute Präsentation. Bleibt mir noch der Hinweis, dass in der Hauptlounge das Programm weitergeht. Auf Wiedersehen und bleiben Sie gesund.